Genau, Sie sind heute Gast bei der Friedensakademie Rheinland-Pfalz. Wir werden im Anschluss zum Konfliktbarometer eine kleine Einführung geben zum aktuellen Konfliktbarometer. Und wir nutzen sozusagen die Gelegenheit, hier nochmal so ein Kurzinterview zu machen. Haben Sie uns Ideen vorschlagen können, beziehungsweise auch nochmal so einen Hintergrund bieten zu dem Konfliktbarometer. Angesiedelt ist das Konfliktbarometer beim Heidelberg Institute for International Conflict Research und existiert seit 1991 das Institut und seit 1992, glaube ich schon, gibt es dieses Konfliktbarometer, was jährlich erscheint. Vielleicht könnten Sie beide mal so in wenigen Worten zusammenfassen, worum geht es bei dem Konfliktbarometer, was erwartet den Leser, wenn er so einen Report in die Hand nimmt? Ja genau, also das HIK an sich, das ist auch noch wichtig zu erklären, ist ein großartiges Projekt von mittlerweile mehr als 200 Menschen, was seit 1991 immer weiter angewachsen ist und ja, sehr interdisziplinär angesiedelt ist, ganz unterschiedliche Studienrichtungen, die meisten von uns studieren noch. Das heißt, das Institut selber bietet uns selber auch Fortbildungsmöglichkeiten als Projekt und dass die Publikation, die wir eben seit 1992 publizieren, soll der Öffentlichkeit eine Möglichkeit bieten, sich über den Tellerrand der normalen Medien weiter zu informieren. Policymakern mittlerweile auch. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der EU-Kommission zusammen für ein Frühwarnsystem. Die stützen sich dann vor allen Dingen auf unsere quantitativen Daten. Botschafter stützen sich oft auf unsere Konflikttexte, da wir sehr deskriptiv sind, keine direkten Handlungsempfehlungen stellen. Ja, und uns geht es im Prinzip darum, ein möglichst umfassendes Bild der weltweiten Konfliktlage innerhalb eines Jahres zu geben und versuchen, den Bias, den noch Medien meistens haben und politische Institutionen, damit so ein bisschen auszugleichen. Ja. Also gerade dann zur, es sollen dann Konfliktdeskriptionen sehr ausgewählten Konflikten dann dargestellt werden in der Publikation, also im Konfliktbarometer. Und außerdem sieht man dann noch, welche Intensität ein Konflikt hatte in dem jeweiligen Jahr, welche Akteure beteiligt waren in den Konflikten jeweils, welcher Konfliktgegenstand angestrebt wurde und letztlich bieten diese Konfliktdeskriptionen einen Überblick über die Konfliktmaßnahmen, die jeweils in einem Konflikt in Beobachtungszeitraum dann letztes Jahr im Jahre 2015 von uns als Konfliktbeobachter beobachtet wurden. Also vielleicht nochmal, weil Maßnahmen ist ja erstmal ein weiter Begriff halt so, ne? Also was könnten so Beispiele sein für Maßnahmen, die Sie da beobachten, dokumentieren? Ja. Also im Falle von Boko Haram können es Selbstmordattentate sein, es können Überfälle sein, wo ganze Dörfer überrannt werden. Bei Maßnahmen werden dann auch unterschiedliche Mittel eingesetzt. Da schauen wir uns die Personaldimension einerseits an, wie viele Menschen greifen dann sozusagen an oder wie viele Selbstmordattentäter sprengen sich in die Luft und welche Waffen werden dann letztlich auf der anderen Seite eingesetzt. Das können in dem Fall dann Sprenggürtel sein, das können aber auch automatische Schusswaffen, aber auch schwerere Waffen sein, wie Panzer, Abwehr, Raketen oder solche Einrichtungen. Und außerdem schauen wir uns dann noch die Gewaltfolgen an, die in solchen Maßnahmen entstehen. Und das sind insbesondere eben die Todeszahlen, aber auch die Verletzten, aber zudem auch die Zahl der Geflohenen. Und das kann dann einerseits über die Grenzen eines Landes hinweg geschehen, dann ist es Flucht sozusagen. Und die anderen sind dann die Binnenvertrieben, die innerhalb der Landesgrenzen sich weiterhin bewegen. Die dritte Dimension der Gewaltfolgen, die wir uns anschauen, ist die Zerstörung. Und auch da betrachten wir dann nochmal unterschiedliche Aspekte. Infrastruktur, zum Beispiel Verwaltungsgebäude, aber auch Zerstörung, die von einer größeren symbolischen Bedeutung ist, wenn man sich zum Beispiel Moscheen anschaut oder Kirchen oder Ähnliches. Hatten Sie ja so gesagt, dass Sie so ein bisschen die grobschnittsartige Darstellung in den Medien auch bereichern wollen, indem Sie mehr Details liefern. Was sind denn Ihre Quellen dann auch zu den Konflikten? Worauf greifen Sie zurück? Paradoxerweise sind es eben gerade die Medien.
weil wir systematisch eben mit, ich weiß nicht, ob die LexisNexis kennen, das ist ein systematisches Auswertungstool für Medien, für Zeitungen. Diese Medien werten wir weltweit aus, also vor allen Dingen lokale, nationale Medien, die man in Deutschland normalerweise nicht liest zu diesen Konflikten, die sehr, sehr detaillierte Informationen dazu, zu den einzelnen Konfliktevents liefern. Diese Informationen werden natürlich durch bestes Wissen und Gewissen unserer Bearbeiter dann hinterfragt. Also in vielen Ländern kann man viele Medien nicht benutzen, weil sie durch den Staat gelenkt werden. Verwerten wir sehr viele Quellen von Thinktanks, die meistens zu längeren Zeiträumen Berichte schreiben, von den Vereinten Nationen. Missionsberichte verwenden wir beispielsweise sehr häufig, gerade in Zentralafrika. Genau, und dann natürlich auch wissenschaftliche Publikationen für Hintergrundinformationen. Aber es ist eben sehr schwierig, wirklich valide Daten für Konfliktevents, also das, was Jakob angesprochen hat, die sogenannten Maßnahmen, die Maßnahmen nennen, die Prozessdimension von Konflikt, dass wir für diese Dynamiken valide Informationen bekommen. Das ist einfach generell ein Problem. Damit haben alle Institute zu kämpfen und wir versuchen halt durch eine hohe Quellendiversität das so ein bisschen auszugleichen. Ja. Was auch sehr schwierig ist, dass wir es letztlich ständig mit sehr unterschiedlichen und zum Teil auch sehr widersprüchlichen Informationen zu tun haben. Deshalb ist es auch unser Anspruch, ich sage mal weitestgehend, die Diskurse nachzuverfolgen und aufzuzeichnen, um die Konflikte jeweils so gut es geht abbilden zu können. Es gibt ja auch noch andere Datenprojekte, die die weltweite Konfliktlage messen und darstellen. Was ist denn das Besondere am Konfliktbarometer? Also das Besondere am Konfliktbarometer ist, dass wir eben auch gewaltlose Konflikte aufzeichnen. Das ist das eine Besondere, dass wir die ganze den Eskalationsprozess von Konflikt, von politischem Konflikt erfassen und dadurch Eskalationsmuster abbilden können über Jahre. Wenn Institute wie beispielsweise UCDP in Uppsala, wenn es 24 Tote sind und nicht 25 Tote, sagen, das ist kein politischer Konflikt für uns, ist es für uns noch lange ein politischer Konflikt, auch wenn kein Toter zu verzeichnen ist, weil wir von Strukturen, nicht nur von Prozess ausgehen, weil wir davon ausgehen, dass inkompatible Denk- und Vorstellungsinhalte weiter existieren. Wir sagen, dass unsere Operationalisierung über 2 Jahre höchstens, kann es sein, dass eben nichts passiert, dass sich die Akteure trotzdem nicht einig sind darüber, dass trotzdem der Konflikt vorherrscht. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die aus der Mediation-Literatur hervorgeht, dass diese Grievances fortbestehen und dass sie den Konflikt erstmal beilegen müssen, damit der Konflikt auch wirklich beigelegt ist. Das heißt, dass wir sehr niedrig ansetzen bei der Gewalt, dass wir eben auch gewaltlose Konflikte aufnehmen. Insgesamt ist es ein sehr umfassendes Konzept von Konflikt. Was ja spannend an der Sache ist, weil es ja ein innovative und auch ein Alleinstellungsmerkmal für das Konfliktbarometer ist, dass man diese latenten Konfliktlagen sozusagen schon frühzeitig in den Blick nimmt. Ja. Einfach stelle ich mir das vor, wenn ein Konflikt zur Ruhe kommt. Kompliziert stelle ich mir das vor, wenn ein Konflikt sozusagen latent wird, beziehungsweise sich langsam eine gewisse Dynamik entfaltet, wo man aber sozusagen in der normalen medialen Berichterstattung nicht unbedingt was von hören würde. Wie wird man darauf aufmerksam oder wann kann man da sozusagen sagen, okay, da scheint sowas wie ein latenter Konflikt im Entstehen zu sein oder schon vorhanden zu sein. Dann beobachten Sie alle 193 oder 197 Länder kontinuierlich? Ja, das tun wir. Aber wir nehmen dann Konflikt auf, wenn, das ist unser Basiskonzept, wenn staatliche Kernfunktionen bedroht werden. Und das kann sich dadurch äußern, dass die wirtschaftliche Ordnung, dass die soziale Ordnung, die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann in irgendeiner substaatlichen Einheit des Staates. Wenn das vorherrscht, dann schauen wir, ob die anderen Basisdefinitionen von Konflikt, also
gesellschaftsrelevante Konfliktgegenstände, Konfliktakteure, mindestens zwei, die über reziproke Maßnahmen miteinander interagieren, ob das vorherrscht. Und diese Maßnahmen, diese Events außerhalb etablierter Regelungsverfahren sind, das geht dann meistens mit Gewalt einher am Anfang. Es ist interessanterweise sehr selten, dass Konflikte gewaltlos anfangen, sondern es passiert oft, dass Konflikte mit niedrigschwelliger Gewalt anfangen, dann eskalieren und dann über Jahre lang auf sehr fünf verschiedene Regionalgruppen gegliedert, die sich nach den verschiedenen Kontinenten aufteilen. Und wir haben und diese Regionalgruppen arbeiten dann inhaltlich das ganze Jahr zu diesen Konflikten, also recherchieren, tauschen sich aus und am Ende holen wir dann externe Experten hinzu, die uns evaluieren, uns beratschlagen. Und genau, also am Ende findet ein großer institutsweiter und auch externer Austauschprozess statt und dann werden Texte, Konfliktartikel erstellt, die Karten erstellt, die Datensätze erstellt und dann steht unsere Publikation. Ein spannendes Element ist ja, dass die Großteil der Arbeit von Ehrenamtlichen gemacht wird. Nur von Ehrenamtlichen. Oder nur niemand wird von uns bezahlt. Genau. Was man ja immer wieder hört, ist, dass es schwierig ist, junge Menschen noch zu begeistern, die zu einem langfristigen Engagement vor allen Dingen auch zu motivieren. Kurzfristig funktioniert es meistens ganz gut, aber man hat ja, Sie haben es gerade angedeutet, das ist ein langer Prozess. Die Daten müssen kontinuierlich gesammelt werden, immer wieder sozusagen findet ein Austausch statt. Was hat Sie beide motiviert, da mitzuarbeiten? Sie sind ja eher in der Soziologie auch aufgestellt, Sie in der Politikwissenschaft. Bei der Politikwissenschaft würde man eventuell eine intrinsische Motivation aus dem Studiumsfach direkt erstellen. Bei der Soziologie, je nachdem, wie die Leute sich aufstellen, nicht per se. Halt aber. Nicht per se, ja. Das stimmt. Also was ich persönlich sehr interessant finde, was jetzt weniger dem Ansatz des HIKs entspricht, ist sich auch die Konfliktursachen anzuschauen. Und oftmals hat es gerade, ich sage mal, im westlichen Afrika meines Erachtens mit größeren sozioökonomischen Missständen zu tun, dass bestimmte Handlungsweisen dort attraktiver sind als jetzt hier etwa in Deutschland. Und zwar sich mit entsprechenden Gewaltmaßnahmen genau das zu holen, was man eben möchte. Und im HIK ist das dann letztlich verbürgt mit dem Begriff des Konfliktgegenstands. Und dann hat man die Konfliktmaßnahmen, die eben dafür da sind, um das zu erreichen, was man sich als Ziel auserkoren hat. Und was mich persönlich noch des Weiteren interessiert hat, ist die Region westliches Afrika. Also ich habe begonnen mit dem Islamistenkonflikt und einem Oppositionskonflikt im Land Niger. Und zuvor hatte ich mich damit überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Aber mir fiel dann sehr schnell auf, dass gerade der Sahelraum, die Sahelzone, eine sehr, sehr spannende Region ist, in der letztlich bestimmte Handlungsweisen überhaupt erst denkbar werden, die bei uns aufgrund von, ich sag mal, bestimmten staatlichen Absicherungen oder sozialstaatlichen Absicherungen überhaupt nicht denkbar sind in dieser Art und Weise. Also aus soziologischer Perspektive würde ich sagen, geht es hier um Erwartbarkeiten, die hier sehr unwahrscheinlich sind und doch dort sehr wahrscheinlich. Also das ist das, was mich, ich sag mal, aus einer abstrakteren Perspektive sehr interessiert. Ja, was mich vor allen Dingen antreibt, ist dieser Drang, Informationen rauszubringen. Informationen, die sonst niemand herausbringen würde an Policymaker, an die deutsche Öffentlichkeit und die globale Öffentlichkeit mittlerweile. Und es ist einfach schade zu sehen und wirklich traurig zu sehen, dass wir das einzige Institut sind, was global den Anspruch hat, Konfliktbeschreibung, also in Barcelona tun sie es auch, aber mit einer ein bisschen anderen Methodik, global wirklich ein Bild der globalen Konfliktlage, auch für nicht gewaltsame Konflikte, auch in der globalen Peripherie zu schaffen. Und gerade in Ländern wie, also ich arbeite vor allen Dingen zu Zentralafrika, die auch in unserer medialen Öffentlichkeit überhaupt nicht auftauchen. Finde ich es unglaublich spannend, Informationen mit genau dem gleichen Anspruch in die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir Informationen zum
sogenannten Islamischen Staat rausbringen, die eine ganz andere Öffentlichkeit genießen hier. Und das Ganze wieder so ein bisschen in den Kontext zu rücken und den Menschen letztendlich auch gerecht werden, die dort sterben. Also ich glaube, dass viele von uns auch Idealisten sind, die den Anspruch haben, die Welt ein bisschen mehr so abzubilden, wie sie eigentlich ist und nicht so eng abzubilden, wie es die Medien eigentlich heute tun und viele politische Institutionen. Also ich persönlich finde den Punkt mit der medialen Aufmerksamkeit persönlich auch sehr spannend. Also gerade das Beispiel Boko Haram in Nigeria bzw. in der Tchadsee-Region finde ich da besonders auffällig. Also dem Global Terrorism Index des Jahres 2015 zufolge gilt Boko Haram inzwischen als die tödlichste Terrorgruppe weltweit, sogar noch vor dem IS. Und wenn man sich die alltägliche mediale Berichterstattung anschaut, ist da doch eine extrem starke Asymmetrie. Also zu Boko Haram liest man sehr selten etwas, zum IS beinahe täglich. Ich würde sagen, die internationale Presse ist eigentlich erst wirklich aufmerksam geworden auf den Konflikt, als es zu der Entführung der sogenannten Chibok-Mädchen kam im April 2014. Und zuvor war das eigentlich letztlich überhaupt kein wirklich medial bearbeitetes Thema. Und da würde ich auch sagen, so wie mein Kollege, dass es letztlich unsere Aufgabe sein kann und vielleicht auch sollte, genau solche Informationen zugänglich zu machen und da diese Gewichte nicht so asymmetrisch zu setzen, sondern eher gleichgewichtig zwischen den Konflikten. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass wir in Paris die Charlie Hebdo-Attacke hatten und einen Tag davor oder einen Tag danach hat Boko Haram... Das war der Baga-Angriff mit mehrere offenbar 2000 Toten. Und genau. Und das ist weitgehend untergegangen in der Berichterstattung. Ja, und das wollen wir versuchen ein bisschen zu beheben. Ein bisschen gegen den medialen Berichterstattungsbias ankämpfen. Da ist ja dann die spannende Frage, weil solche mediale Aufmerksamkeit, Nachrichtenwert, Phänomene sind natürlich sehr ad hoc. Es gibt das Ereignis Charlie Hebdo und dann stürzen sich natürlich die Medien auch da drauf, aufgrund der Dramatik der Ereignisse. Sie haben erwähnt, dann kommt es eventuell woanders auch zu einem Anschlag. Ich glaube, nach Brüssel war es auch ein größerer Anschlag in Bagdad mit 150 Toten, der ähnlich wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. Reagieren Sie dann auch sofort auf Ihrer Homepage oder mit aktuellen Berichterstattungen oder müssen die Leute dann doch auf ein Jahr warten? So viel Kapazitäten haben wir leider nicht. Nein, also wir versuchen am Ende des Jahres, das Gute ist auch, dass wir, oder der Grund dafür, dass wir am Anfang des neuen Jahres publizieren, ist, dass am Ende des Jahres und Anfang des nächsten Jahres dann die Jahresberichte rauskommen, die UN-Berichte oder die Berichte der International Crisis Group. Das heißt, da hat man dann die beste Informationslage. Wir überlegen, ob man nicht vielleicht auch, wenn die Kapazitäten noch gesteigert werden, halbjährlich bestimmte Informationen publizieren könnte oder einen Blog machen könnte, beispielsweise für einige sehr engagierte Mitarbeiter, die wir auch haben. Aber es ist einfach mit über 200 Mitarbeitern, es ist ein sehr, sehr großer Aufwand und einfach die Informationslage ist Mitte des Jahres nicht halb so gut wie Anfang des nächsten Jahres. Ja, letztlich ist es einfach ein institutionelles Problem, weil es letztlich nicht der Arbeitsweise des HIKs als weitgehend oder ausschließlich ehrenamtlich getragener Verein entspricht. Da muss man sich immer wieder koordinieren mit dem, was die Leute eigentlich hauptberuflich oder hauptsächlich in ihrem Studium tun. Deshalb gibt es bestimmte Phasen des Jahres, die werden dann auch vorangekündigt geblockt für HIK-intensivere Zeiten. Dann gibt es aber auch Phasen, da versucht sich der Verein etwas herauszuziehen, damit man auch mal wieder anderen Tätigkeiten nachkommen kann, wie dem Studium. Er sollte ja auch nicht auf der Strecke bleiben können. Das aktuelle Konfliktbarometer für den Untersuchungszeitraum 2015 ist ja jetzt wirklich noch recht neu. Vielleicht können Sie uns schon mal eine kurze Vorschau geben, was sind denn so Trends und Entwicklungen, die Sie gefunden haben
2015. Also insgesamt haben wir 409 Konflikte beobachtet. Insgesamt, wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, ist es ganz interessant, dass wenn man sich die verschiedenen Konfliktintensitäten global anschaut und nicht differenziert zwischen Regionen, gibt es kaum eine Veränderung. Kaum eine Veränderung der Zahl gewaltloser Konflikte, kaum eine Veränderung der Zahl der gewaltsamen und hochgewaltsamen Konflikte. Wenn man dann regional differenziert, kann man sehr unterschiedliche Trends ausmachen, vor allen Dingen bei der Konfliktdauer. In Subsahara-Afrika gibt es 12 hochgewaltsame Konflikte, die 4 von 5 Jahren mindestens Kriegslevel erreicht haben. Und beispielsweise in der Zentralafrikanischen Republik oder Nigeria, der Farmers Pastoralist Konflikt.